Willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Hier ist ein Trinity-Typ, den wir natürlich jetzt nicht gerade erschießen werden. Jetzt vielleicht. Ah. Er wandert immer hin und her. Vielleicht könnte man ihn auch von hinten. Aber wir gucken mal. Er darf natürlich nicht so nah an den anderen rangehen. Und während er sich bewegt, ist natürlich auch immer schwierig. Schwierig, schwierig. Komm mal her. Das war gut. Das war genau richtig. Er liegt jetzt leider hier auf der Lichtung. Nehmen wir alles mit, was wir hier haben. Ah, hier haben wir auch Fässer zum Beschießen. Alles klar. Ein paar Pilze noch. Wo ist denn der andere? Der steht da hinten. Wir müssen mal von hinten an den ran. Das wäre vielleicht besser. Wir gehen mal so rum. Wo ist er denn, der Gute? Da ist er doch. So. Ins Gebüsch und ran. Toll. Juhu. Das hat doch ganz gut geklappt hier eigentlich. Die schleicht jetzt auch nicht mehr. Wir haben also freie Bahn. Können wir noch ein paar Pfeile mitnehmen. Alles voll? Okay, wunderbar. Gut, irgendwas übersehen. Da ist noch ein bisschen Holz. Können wir das auch noch mitnehmen? Wenn wir schon mal hier sind. Gut, 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 gut. So, muss ich das jetzt aufsprengen? Muss ich die Tanks hier vielleicht aufsprengen? Herausforderung. Verbrannte Erde. Stören Sie Trinitys Operation, indem Sie Ihre Treibstofftanks zerstören. Oh, das ist sogar eine kleine Quest. So, so. Das Häschen habe ich leider auch noch mitgenommen. Tut mir sehr leid, kleines Häschen. Kannst du... Was soll das? Mein Häschen, das ist... Das liegt jetzt hier im Schnee und ich kann es nicht machen. Gut, ich krieg ein bisschen Herausforderungspunkte, aber trotzdem blöde. So, und ich soll da lang. Komme ich hier irgendwie durch? Komme ich denn jetzt hier... Hier so mit dem Ding... Komme ich hier rum? Ah, hier komme ich rum, ne? Und da ist auch noch was. Okay, sehr schön. Hör mal auf zu ruckeln, Spiel. Was ist denn los jetzt hier? So, also die kann ich, glaube ich, nicht zerstören. Kann ich hier das Gerät benutzen? Oder was wollt ihr hier von mir? Hier oben vielleicht lang? Ah, hier kann man lang. Was ist passiert? Der Truck war zu schwer. Ist an diesem Ort fällt wirklich alles auseinander. Sollen wir das melden? Nicht nötig. Alle packen zusammen und bereiten sich auf den Abzug vor. Oh Gott, ruckelt das jetzt hier gerade? Gut. Haben wir endlich, was wir wollten? Schwer zu sagen. Kriegt euch mal ein. Nur befohlen, alles vorzubereiten. Kriegt dich ein Framerate oder was auch immer hier gerade los ist. Oh, den machen wir. Den will ich kalt machen von oben. Oh Mann, den will ich kalt machen von oben. Den Mann. Man kann die doch von oben irgendwie so. Scheiße, jetzt ist er weggelaufen. Aber den? Den vielleicht. Jawohl. Das war eine Exekution von oben. Ich weiß jetzt nicht, was mit meinem Spiel hier gerade los ist. Warum das so ruckelt. Ich mach mal ganz kurz einen Cut, weil ich nicht... Oder? Kriegst du jetzt wieder ein? Oh, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Haha. Oh, ich hab's mal wieder geschafft hier.
Ja, das ist doch schön. Kannst du die... Was ist los, Spiel? Warum darf ich meine Leute nie ausnehmen jetzt und mir die Sachen von denen sammeln? Das finde ich gerade so richtig scheiße. Es ist ein bisschen buggy, muss ich sagen, dass ich hier die... Das nicht... Ja. Hier liegen meine Leichen und ich kann nichts ausnehmen. Was soll das? Ich meine, von den Bäumen kann ich es doch auch machen. Warum geht es hier nicht von den Leichen? Ich meine, das ist Krams, Muni, was weiß ich hier, was mir dann fehlt. Finde ich voll scheiße. Kapier ich nicht. Ah! Oh Gott! Ist das dein erster Feldeinsatz für Trinity? Nein, ich wurde geschickt, um die Schüsse zu sichern. Kommt der Typ hier voll rum? Herzinfarkt. Ja, eine Art Sonnenkult. Ganz irre Sorte. Unglaublich. Der muss mal hier rumkommen, damit ich den von hier killen kann. Boom. Oh, das ist schon mies. Und natürlich kann ich ihn wieder nicht, ne? Nee, kann ich nicht. So. Lenken wir sie ab oder nicht? Komm, machen wir mal. So, hey, was ist hier los? Oh, ich hab was gehört. Oh, was ist denn hier los? Oh. Verstanden. Voll komisch. Ja, komm mal rum. Zur Hölle kam das denn her? Ja, komisch, ne? Komm mal rum und guck mal. Ja, komm mal her. Von hier gekommen sein. Ja. Komm mal besser rum. Wenn du ihn siehst, schlägst du dann Alarm? Was? Bippe? Komm rum. Ja, alles in Ordnung. Nee, er kommt hier nicht rum. Okay. Ja, machen wir jetzt ordentlich Bum-Bum oder was mache ich jetzt hier am besten? Da vorne vielleicht noch mal hin. Da war doch noch einer. Guck mal, könnte man die... Diese da so... Da. Bitte. Oh, es tut mir aber leid. Na? Das war doch ganz okay. Und die nimmt sie jetzt auch aus. Das finde ich gut. Breitblattkletterpfeile. Schließen Sie aufgeladene Kletterpfeile in weiches Holz. So, das machen wir jetzt mal an. Ja, hier ist ja anscheinend jetzt gar keiner mehr. Da ist ja gar keiner mehr. Hier ist noch was. Schön in der Ecke. Eine Karte. Geheimnisse und so. Wo auch immer sie sein mögen. Wenigstens läuft das Spiel wieder. Ja, das Häschen, komm. Also, jetzt aber Abmarsch in die Büsche, so bevor ich dich hier kille. Mann, die trauen sich aber auch was, die Häschen heutzutage. So, ich kann hier nach oben, es ist mir klar. Ich guck nochmal eben... was wir hier vielleicht übersehen haben könnten. Da ging es auch eine Leiter hoch. Schon wieder so ein mutiges Häschen. Gehen wir nochmal hier hoch. Geht das? Hätte man auch von hier oben, aber da der eine hatte ja auch einen Helm an. Ich finde, das war ganz gut. So haben wir sie mit den Materialien getötet, die wir hier zur Verfügung hatten. Ne? Das ist doch schön. Sehe hier aber auch nichts irgendwie Interessantes an Geheimnissen oder sonst irgendwas. Nö, dann gehen wir mal. In der Ecke war ich auch. War hier noch vielleicht was? So diese Sachen im Boden, die da sind? Nö, okay. Okay. Breitblattkletter, schießen ja auf Galan und in weiches Holz. Ja, habe ich ja jetzt.
Kannst du da so hoch? Ja, das reicht auch so. Oder ist wieder einer? Da ist wieder einer. Was ist dort passiert? Die Brücke ist eingestürzt. Sieht aus, als müssten wir den Rest der Fracht ausfliegen. Hoffentlich haben sie da oben etwas gefunden. Mir reicht es hier langsam. Geduld. Wenn wir hier Erfolg haben, können wir hingehen, wo wir wollen. Ja, häng schön fest, während ich hier überlege, wo ich lang gehe. Okay, der geht da lang. Ich geh mal hier hin. Observatorium war also ein Erfolg? Ja, wir haben den Atlas. Sie haben ihn zur Wetterstation gebracht. Warum dort? Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört, dass Anna den Zugang zur Kuppel finden will. Vielleicht wissen Sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Nee, da ist noch einer, das geht nicht. Aber Sie haben befohlen, alles ich muss den einen muss ich mal von hier kriegen, wenn es geht. Na komm rum. Komm noch ein Stückchen rum. Scheiße. Oh, hier sind echt viele. Giftpfeile würde ich mal vorschlagen. Aber den würde ich gerne erstmal ausschalten, wenn es geht. Krieg ihn, nimm ihn. So, jetzt haben die anderen bestimmt. Da kommen sie, da kommen sie, da kommen sie. Shit. Okay. Kann ja mal passieren. Oh, ist das spannend? Oh Gott. Ich bin ja. So. Das. Ja, das ist doof, dass sie zu zweit da stehen. Da ist das. Ich glaube, ich mach. Nee, ich weiß schon. Ich mach das diesmal mit den Feuerflaschen. Ich. Gift ist ja gar nicht. Gift ist nicht schlecht, aber in dem Fall. In dem Fall war das andere, glaube ich, besser. Guck mal, hier können wir auch das hier machen. Können wir uns so ablenken. Der eine war schon gut. Wir haben ihn zur Wetterstation gebracht. Den müssen wir hier nochmal nehmen. Keine Ahnung. Ich habe über Funk gehört. Aber die sind so dicht beieinander alle. Das ist schon schwierig. Vielleicht wissen sie ja, wie der Atlas zu deuten ist. Ich weiß es nicht. Aber sie haben die Frage ist auch, wenn ich die Feuerflasche nehme, ob sie es bemerken. So. Jawohl. Und schnell weg. So, der eine ist schon mal weg. Jetzt nehme ich die. Mach die auf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, wo hier die Leute noch sind, aber sie wissen jetzt, dass ich da bin. Hat also auch nicht so gut geklappt, aber egal. Leute! Leute, ich bin da! Macht die harte Tour! Wisst ihr das? Wisst ihr, dass ich da bin? Ihr wisst doch, dass ich da bin. Kommt raus. Ah! Jawohl! Genau, sprengt euch gegenseitig hier in die Luft. Guter Plan. Nicht gut.
Jawohl. Gut. Es war also nur noch der eine, deswegen. Ja, so viele waren das jetzt dann eigentlich auch nicht, ne? Aber gut. Und man kann es bestimmt, wie immer, noch viel geschickter machen. Ah ja, scheiß drauf. So. Ja, du kannst dich, glaube ich, wieder normal bewegen, Lara. Und er hat seine eigene Tonne angeschossen. Das finde ich gut. Er hat mir meine Herausforderung abgenommen, immerhin. Hier gibt es gerade so... Was höre ich denn hier? Was höre ich hier? Weiß ich nicht. Hm. Ach, das ist ein Häschen. Ach nö, das lassen wir jetzt mal leben. Das Häschen kann ja nun am wenigsten was davon, ne? Also, echt. Aber ich habe hier alle Leichen abgesucht. Moment, kann ich auch wieder sammeln? Muss hier irgendwie lang. Oh, Bibi und seine Disney-Freunde, alle sind da. Hier gibt es was zu tun. Oder zumindest ist dahinter etwas zu tun. Hier können wir noch ein bisschen was lernen. Russisch, glaube ich. Ein altes sowjetisches Schild. Ja. Sehr schön. Hast du das auch geschafft, Lara? Ja. Die kommt durch, ne? Aber erstmal haben wir ein neues Lager gefunden und noch irgendwas. Es ist ein Stempel für offizielle Trinity-Schreiben. Die werden heute kaum noch benutzt. Mhm. Das wundert mich jetzt, dass hier jetzt nicht so eine extra Suchfunktion ist, wo man so schön darunter gerade gucken kann. Na gut. Ein Lager gefunden. Wunderbar. Und ein Fähigkeitspunkt. Na, immerhin. Na, immerhin. So ganz so schlimm sind wir dann auch nicht. Ach ja, Leichtfuß. Landen sie aus beträchtlicher Höhe? Ach komm, nicht so wichtig. Abriss ist Perkste. Nee, weiß nicht. Leichenfallenspezialist. Handwerksmeister. Pfeilkletter. Drücken sie im Sprung, um im Sprung Breitblatt Kletterfeld in weiche Holzoberflächen zu rammen. Napalmpfeile. Verbessern sie Feuerpfeile um die Reichweite des Erbrandsatzes. Auch schön. Steuerbombenpfeil. Ich weiß nicht. Dann machen wir mal... Mann, ich weiß nicht. Ja, gut. Machen wir mal den Abrissexperten. Ne? Fortschrittliche Techniken verleihen allen hergestellten Handobjekten einen größeren Detonationsradius. Wenn wir also das nächste Mal dann irgendwie eine Feuerflasche oder was werfen, dann haben wir vielleicht ein bisschen Glück. Und das geht auf den anderen auch nochmal gleich rüber. So, wir können den Compound-Bogen verbessern. Das machen wir mal. Das machen wir doch mal. Verbesserte Cams. Die optimierten Cams verzögern das Abfallen der Zugspannung und ermöglichen eine erhöhte Haltezeit des vollständig gespannten Bogens. Anwendbar bei allen Compound-Bögen. Ja. Und dann noch zwei Sachen. Haben wir ihn dann? Das ist ja klasse. Das finde ich gut. Das finde ich schön. Ja, doch. Das ist schön. Ne? Wetterstation sind wir jetzt. Wir sind bei der Wetterstation. Und dann geht nochmal hier rechts hin. Da, wie komme ich da hin? Da, da. Ich muss hier um die Ecke. Oh, sie friert wieder voll. Ja, wie komme ich hier jetzt lang? Gar nicht, oder was? Doch, darf ich. Ich soll sogar tauchen. Ich soll diesmal tauchen. Männer haben keine Ahnung, was hier... Ja. Einfach mal gekillt. So, wir dürfen ja nicht so lange fackeln hier. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht?
Ich will auf jeden Fall zu der Kiste. Komm, schmeißen wir mal. Oh, nö. Leute, ich habe sie hier sonst wohin geschossen. Oh, jetzt haben die mich bemerkt, weil ich da die Flasche hingeworfen habe. Und ich. Oder wie sie immer so schön sagen. So. Das ist... Das war so ein kleiner Leichenschmaus jetzt hier, ne? So mit so einem Haufen. So alle mal beisammen. Die ganze große Trinity-Familie. Ja. Da macht es das Leichenplündern wenigstens schön einfach. Was mache ich? Ich versau's mir und schmeiß die Flasche da hinten und schon hören sie mir. Wie blöd eigentlich. Ich meine, das könnte doch einer von ihren Leuten auch sein, der da irgendwas hingeworfen hat. Da hätte ich mir doch eher so ein Teil Kipplaufflinte, neu aus so 2 von 4 gewünscht. Da hätte ich mir doch eher gewünscht, dass sie sagen, hey, ich habe was gehört, ich gehe da mal hin. Aber nein. Nein. Dann eben so. Wie ihr meint. Ich hätte, glaube ich, auch hier raustauchen können, wenn ich das so richtig sehe. Aber hat jetzt irgendwie Spaß gemacht, ne? Ich würde so viele Sachen gerne nochmal immer machen. Vom Kampfding so einen von hinten mal, dann mal das ausprobieren. Aber wir wollen ja auch im Let's Play weiterkommen. Von daher kann ich nicht alles ausprobieren. Ja, das war jetzt irgendwie schon wieder lustig. Das war jetzt schon wieder aus der Doofheit heraus so lustig. Hahaha, nein, so lustig, die Art lustig mache ich nun auch nicht, ne? Da hinten wollen wir hin. Da hinten gehen wir hin im nächsten Part von Rise of the Tomb Raider. Leute, wir sind bei, zuletzt habe ich gesehen, gab 55% des Spiels angelangt. Wollte ich immer mal gesagt haben. Und das finde ich ziemlich cool, ne? Also, wir freuen uns. Und hier waren die nämlich, glaube ich, alle und kamen dann hier um die Ecke. Das war jetzt so. Aber da hätte ich, gut, ich hätte so eine Feuerflasche werfen können oder einen Giftpfeil, so zum schönen Detonationsradius. Ah, egal, das nächste Mal. Bis dann.